Badewannenlifter Bella Vita, ausgestattet mit Handbedienteil, Netzteil, 4 Saugfüßen, Bezüge. Bezüge gibt es in Blau und in Weiß. Beide Bezüge in Weiß und Blau bekommen Sie in der Klassik und in der Komfortausführung. Wir bringen nun als erstes die Saugnäpfe an. Dazu drehen wir das Gerät zur Seite oder auf den Rücken und, ganz wichtig, entsperren das Gerät an dem roten Sperrknopf. Hiermit öffnet sich das Sitzteil und Sie können bequem die Saugnäpfe anbringen. Bei der Anbringung der Saugnäpfe bitte darauf achten, dass die Zwangsentlüftung, wie hier sichtbar im Vorderteil, hier eingeführt wird. Nach Anbringen der Saugnäpfe führen wir die Sitzfläche wieder zusammen, hören das Einrasten und bringen nun das Rückenteil an. Beim Anbringen des Rückenteils bitte darauf achten, dass hier und hier das Rückenteil vollständig eingerastet ist und die Führung hier ordentlich in die vorgesehene Stellung gebracht werden kann. So, wir bringen nun die Bezüge an. Der obere Bezug für den Rücken. Wird durch Einführen der Laschen in den oberen Teil und rückseitig dann in die Aussparungen eingedrückt. Die untere Sitzfläche, hier haben wir den Komfortbezug, führen wir in die äußere Lasche ein und befestigen ihn genau wie das andere Teil in den vorgesehenen Aussparungen. So. Der Bella Vita wäre nun einsatzbereit. Um den Motor in Gang zu bringen, benötigen wir das Handbedienteil und verbinden es auf der Rückseite mit dem Lifter. Bitte achten Sie darauf, dass die Muffe vollständig einrastet. Am Ende des Lifters darf der rote Ring nicht mehr sichtbar sein, da ansonsten die Funktionalität des Gerätes nicht gegeben ist. Das Handbedienteil verfügt über 4 Tasten. Die grüne Taste dient zum Einschalten. Die gelbe Taste betätigen Sie, wenn der Lifter nach oben fahren soll. Die blaue Taste dient zum Herunterlassen des Lifters
und die rote Taste ist die Ausschaltefunktion. Bitte beachten Sie, dass nach Beendigung der Nutzung das Handbedienteil wieder vom Lifter entfernt wird und anschließend das Handbedienteil mit dem Netzteil verbunden wird. Ich darf das auch kurz zeigen. Netzteil hier in die Muffe einführen, bis Sie ein deutliches Klackgeräusch hören. Einführen in die Steckdose. Sobald Sie mit dem Strom verbunden sind, leuchtet die LED in der Mitte des Gerätes rot. Ist der Beladevorgang beendet, leuchtet die LED in grün. Nach jedem dritten Badegang sollte das Handbedienteil auf jeden Fall beladen werden. Die Beladezeit des Handbedienteils setzen wir mit 3 bis 4 Stunden an.